Herr Klaubautermann, schönen guten Tag. Mein Name ist André. Wie geht's Ihnen? Dann einscannen. Schauen Sie mal, zum Beispiel ein Bitcoin. Coin ist doch sowas wie ein Euro. Worum ging das nochmal? Um Online-Handeln. Ja. Ja, und hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Heute habe ich euch einen besonders dreisten Betrüger mitgebracht. Beziehungsweise nicht ganz so dreist. Obwohl, ich weiß es nicht, wie dreist er ist. Auf jeden Fall stellt er hier fest, dass den Typen, den er hier am Telefon hat, dass der ganz schön vergesslich ist und mitten im Gespräch vergisst, worum es eigentlich ging. Naja, aber gerade da lässt sich's ja gut betrügen, ne? Vor allem, wenn einem die Sachen nicht gehören, wo der Kunde gucken soll. Tja, wir gucken mal. Ganz am Ende zeigt er dann allerdings doch ein bisschen Skrupel. Herr Klaubautermann, schönen guten Tag. Mein Name ist André. Wie geht's Ihnen? Ja, hallo. Ja, mir geht's gerade nicht so gut. Meine Frau ist gestorben, aber ist nicht so schlimm. Echt jetzt? Ja. Echt jetzt? Oh, es tut mir sehr, sehr, sehr leid. Ja, aber jetzt habe ich die Kohle von ihr geerbt. Jetzt kann ich die ja verprassen. Aha. Noch einmal bitte, hab's nicht verstanden. Was haben Sie jetzt? Ja, ich habe die Kohle geerbt. Ach so. Okay, hab verstanden. Also schauen Sie mal, es geht zum Online-Handeln. Ja. Ich bin Ihr Account Manager von Tradero Investment Gesellschaft. Okay, das klingt spannend. Das klingt entspannt. Ja, natürlich. Und schauen Sie mal, sagen Sie mir zuerst bitte, wie alt sind Sie, aus Sicherheitsgründen? Oh, das steht auf meinem Personalausweis. Ich bin schon ein bisschen älter. Sie sind schon ein bisschen älter. Also, wie, sind Sie volljährig? Ja. Okay, wunderschön. Dann sagen Sie mir dann noch bitte, hatten Sie schon Erfahrung in diesem Bereich? Nein. So Trading, Online-Handel, nein? Nee, gar nicht. Also überhaupt kein Problem, das spielt keine Rolle. Meistens unsere Kunden fangen ohne Erfahrung an. Und ja, das ist kein Problem. Okay. Dann schauen Sie mal, ich würde jetzt Ihnen erklären, wie das alles funktioniert. Ja. Wie, welche Möglichkeiten haben Sie, wie können Sie das Geld verdienen und so weiter. Ja. Schauen Sie mal, bei uns haben Sie eine ausgezeichnete Möglichkeit, mit verschiedenen Vermögenswerten zu arbeiten. Ja. Zum Beispiel Kryptowährung wie Bitcoin oder einfache Währungszahlen, Energiequellen, Rohstoffe, also vieles, es gibt vieles. Ja, was ist denn das mit dem Krypto? Mit dem Krypto? Also ja. Eigentlich, also man investiert in Krypto, nee, also wie, man kauft. Was ist das genau? Kryptowährung, das ist sozusagen ein digitalisiertes Geld. Wie geht das? Muss man das dann einscannen? Schauen Sie mal, zum Beispiel ein Bitcoin. Coin ist doch sowas wie ein Euro. Bitcoin, das ist einfach ein digitalisiertes Geld und es bleibt auf Ihrem sozusagen Konto, auf Ihrem irgendwelchen Bankkonto. Also muss ich das, wenn ich das richtig verstanden habe, dann muss ich das Geld nehmen, muss das einscannen und dann schicke ich das zur Bank. Nein, schauen Sie mal, nein, Sie haben nicht verstanden. Nicht. Bitcoin, eine Kryptowährung, ist, ich würde es Ihnen jetzt erklären, was das ist, damit Sie verstehen, was man damit machen kann. Also man investiert in einen Bitcoin. In 2009, ein Bitcoin kostete etwa $1. Ja. Heutzutage kostet ein Bitcoin 40.000. Ach je. Also verstehen Sie? Das ist aber und, teuer. Hier ist der Unterschied. Und die Kryptowährung, diese Bitcoin, es gibt verschiedene Kryptowährungen und sie steigen immer im Preis oder andererseits sinken. Ja, und wo kommt und der... Man kann entweder verdienen oder entweder verlieren. Also und wo... Im Finanzmarkt. Und wo kommt der Coin her? Also den müssen Sie kaufen, diesen Coin. Ach so, also den kann man im Laden. Ja. Wo muss ich den kaufen? Nein, nicht im Laden. Also das, wie ich schon gesagt habe, das ist ein digitalisiertes Geld. Also es ist nur im Internet
Und heute, wie ich schon gesagt habe, ein Bitcoin kostet 40.000, aber das ist kein Problem. Also ist das ein Sammlerstück schon? Ja, heute ist es schon ein bisschen zu spät, um in einen Bitcoin zu investieren, aber okay. Heute trotzdem gibt es viele solche Dinge wie Bitcoin. Ja. Also, hab alles ich das jetzt ist verpasst, noch vorbei. Wenn es zu spät ist? Nein, natürlich nicht. Heute gibt es auch viele Möglichkeiten. Ja. Also schauen Sie mal, von uns, Sie bekommen einen kostenlosen Senior Account Manager. Oh ja, Rentner sind immer gut. Ja, wie Sie schon gesagt haben, Sie haben keine Erfahrung, also Sie brauchen ihn. Ja. Also Sie brauchen einen Manager, um auf dem Finanzmarkt ja erfolgreich zu handeln. Er wird dann, er wird immer dabei sein, praktische Ratschläge, Schritt-für-Schritt-Schulung. Und so weiter. Ja, das ist gut, weil der letzte Finanzmanager ist ja abgekratzt. Nein, unsere Senior Account Manager, sie sind Profis, sie sind gut qualifiziert, sie sind immer also erreichbar während des Arbeitstags. Okay. Und alles, was wir brauchen, ist nur ihr Konto zu aktivieren. Ja. Unser Mindestbeitrag ist 250 Euro. Also das ist Ihr Startkapital. Wenn Sie mehr investieren möchten, dann können Sie natürlich mehr investieren. Mit dieser Summe würden Sie dann handeln. Okay. Und diese Summe bleibt nur auf Ihrem Konto. Dann muss ich denn solche Coins verkaufen, oder wie? Also, nicht genau Coins. Heute gibt es viele Möglichkeiten, nicht nur Coins. Sie können die Aktien kaufen und dann teurer verkaufen, wenn sie im Preis steigern. Sie können ja also auf dem Finanzmarkt handeln, ist Geld verdienen. Das ist es denn, das wird alles muss ich viel denn, deutlicher. Gibt es denn für die Coins so eine Sammelbox oder wie funktioniert das denn? Sozusagen ja, für solche Coins gibt es auch eine Sammelbox, ja. Okay, und dann muss ich mit der Sammelbox mich auf den Markt stellen und die dann da verkaufen? Nein. Das wird viel, viel besser Ihr persönlicher Senior Account Manager Ihnen erklären, weil heute gibt es viele Möglichkeiten. Also Sie würden mit Ihrem Geld umgehen, wie Sie möchten. Das Wichtigste ist, dass Sie Ihren Kapital verdoppeln. Und dann noch einmal verdoppeln. Okay, das ist und aber wir viel. Würden Ihnen helfen. Ja. Wir würden Ihnen helfen. Okay. Und ja, 250 und dann beginnt die Handlung und ja, mit Hilfe von dieser Summe würden Sie dann mehr und mehr verdienen. Je mehr Sie investieren, desto mehr Sie dann auch verdienen. Okay, und was mache ich denn mit dem, was ich verdient habe? Das ist Ihr Geld, was Sie möchten. Möchten Sie ein Haus kaufen oder ein Auto? Nee, dafür bin ich zu alt. Ja, oder was Sie möchten, also das ist Ihr Geld. Sie haben das verdient und das bleibt bei Ihnen. Ja, ich kann ja die Agatha zum Essen einladen. Ja, zum Essen jemanden einladen. Ja. Klingt gut, ne? Ja. Und alles was wir jetzt brauchen ist nur Ihr Konto zu aktivieren und dann wird automatisch unsere Supportabteilung mit Ihnen kontaktieren und dann würden Sie schon einen Dialog mit Ihrem Senior Account Manager haben. Dann können Sie eine Handelsstrategie besprechen. Kann man mit Sie dem können auch ihm Kaffee alle trinken? Fragen stellen. Noch einmal bitte? Kann man mit dem auch Kaffee trinken? Wenn er dafür Lust hat, dann warum nicht? Okay. Da sollen Sie ihn fragen. Ja. So, und wollen wir dann vielleicht jetzt Ihr Konto aktivieren? Ja. Okay, wunderschön. Also schauen Sie mal. Haben Sie eine Kreditkarte? Ich glaube ja. So, wunderschön. Und so, mit Hilfe von Kreditkarte können wir das durch unsere Webseite machen. Ja. Und das ist überhaupt kein Problem. Also würde ich jetzt Ihnen per E-Mail unsere Webseite schicken, okay? Wie? Die ganze? Per E-Mail. Also ich würde einen Link auf unsere Webseite schicken.
Okay. Eine Sekunde. So. Hab's gemacht. Überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail-Box. Welche? Also, Ihre E-Mail lautet Klabautermann aus Klabauterhausen. Ja? Ja. So, und überprüfen Sie bitte Ihre E-Mail. Ich habe es Ihnen ein SMS geschickt. Und dort können Sie den Link finden. Eine SMS? Also eine E-Mail, nicht eine SMS, eine E-Mail. Ja. Hallo, Sie sind noch da? Ja. Haben Sie geguckt? Wo denn? Auf Ihre E-Mail. Haben Sie das denn geöffnet? Nein? Ach so. Jetzt müssen Sie, schauen Sie mal. Ich habe es per E-Mail Ihnen geschickt, einen Link. Überprüfen Sie bitte Ihre Mailbox. Und von Andrei Burtniak. Da muss, ich dann an den Computer gehen. Ja, an den Computer, ganz richtig. Können Sie das machen? Ich kann das probieren. Ja, wäre toll. Ja. Dann stehe ich jetzt auf, ja. Ich gehe dann mal zum Computer. Und sagen Sie mir bitte, wie lautet Ihre E-Mail-Adresse? Weil, also, hat nicht geklappt, leider, durch meine E-Mail. Können Sie mir bitte Ihre E-Mail-Adresse noch einmal erläutern? Wie meinen Sie? Also sagen Sie mir bitte einfach Ihre E-Mail-Adresse. Buchstabieren Sie mir bitte. Warten Sie mal einen Moment, ich muss erstmal zum Computer. Okay, ja. Okay. So, jetzt bin ich in dem Raum, wo der Computer steht. Jetzt mache ich den Computer gleich an. So. Jetzt ist der Computer an. Ja. So, das ist gut. Und jetzt brauche ich Ihre E-Mail-Adresse. Wie lautet denn das Passwort? Noch einmal bitte, welcher Passwort? Wie lautet denn das Passwort? Einen kurzen Moment bitte. Ja. Ich hab's nicht verstanden, welcher Passwort, was für ein Passwort? Na, hier hat meine Frau einen Zettel hingeschrieben, als sie noch gelebt hat, dass wenn einer anruft, dann muss man hier ein Passwort am Telefon sagen. Da war schon mal eine Firma, die hat auch was verkaufen wollen und die haben gesagt, man darf nur rangehen, wenn die auch das Passwort wissen, steht hier auf dem Zettel. Wie lautet denn das Passwort? Hallo, ja, ich bin's da. Einen Moment bitte, also ein Passwort. Also Ihr Passwort lautet 9F0. Nein, das ist falsch. Das ist hier also Kundennummer. Nein. In unserem System, nein? Nein. Über welchen Unternehmen reden Sie? Wo hat Ihre Frau... Also, gehandelt. Hier steht, dass die Firma Elite Solution.
dass die ein Passwort gegeben haben. Und man soll nicht ans Telefon gehen, wenn man das nicht sagen kann. Okay, habe verstanden. Also schauen Sie mal, wir sind nicht diese Firma, mit welcher Ihre Frau gearbeitet hat. Wir sind ein anderes Unternehmen. Aber schauen Sie mal. Dann darf ich ja gar nicht mit Ihnen arbeiten. Wieso? Na, das steht hier. Dass ich nicht mit Leuten sprechen soll, die das Passwort nicht wissen. Also schauen Sie mal, das sind die Regeln von einem anderen Unternehmen. Also wahrscheinlich möchten Sie noch bei uns, vielleicht möchten Sie noch bei uns arbeiten und bei uns anzufangen zu handeln. Und schauen Sie mal, Sie können vergleichen, wo Sie bessere Perspektiven haben, wo Sie mehr verdienen können. Das ist doch das Wichtigste, ja? Na, aber... Sie sollen verdienen. Und wo würden Sie mehr verdienen? Da, für dieses Unternehmen sollen Sie dann entscheiden. Also ich muss schon sagen, dass das hier schon relativ ekelhaft ist. Ich sage ihm hier, ich darf gar nicht mit ihm sprechen. Und der ist der Meinung, ja, ich kann doch trotzdem mal ausprobieren und wo denn besser Geld zu verdienen ist und... Was sollen das eigentlich? Also genau so bescheißen sie tatsächlich die alten Leute. Sagen Sie mal, Sie können noch bei uns anzufangen. Sie können immer im Moment aussteigen. Da ist es kein Problem. Wenn Ihnen etwas nicht gefällt oder etwas schief geht, Sie können immer aussteigen, Sie können immer Ihr Geld zurück auszahlen. Und ja... Alles, was wir jetzt brauchen, ist nur zu vergleichen, wo Sie mehr verdienen können, wo Sie bessere Möglichkeiten haben. Ja. Verstehen Sie? Also, wollen wir das jetzt trotzdem machen? Na, wissen Sie denn das Passwort? Nein, das Passwort, ich habe schon gesagt, nein, ein Passwort weiß ich nicht. Ach so, das habe ich vergessen. Wir können noch ein Passwort machen. Also unserem Passwort. Ja. Hakuna Matata zum Beispiel. Was ist das? Das ist meine Nachname. Also okay, schauen Sie mal. Wollen Sie dann vielleicht noch bei uns anzufangen? Ich habe vergessen, worum es geht. Was haben Sie vergessen? Es geht zum Onlinehandel, wie ich schon gesagt habe. Ach ja, das mit dem Euro einstellen. Mhm. Sozusagen, ja. Ja. Und hat Ihre Frau auch gehandelt? Weiß ich nicht. Und woher haben Sie dann diesen Zettel? Der liegt auf der Tastatur. Der liegt einfach auf der Tastatur? Ja, ich war hier sonst nicht drin. Das ist ja das Arbeitszimmer von meiner verstorbenen Frau. Okay, und hat Ihre Frau etwas verdient? War es erfolgreich? Weiß ich nicht. Oder wissen Sie nicht? Tja, das hat ihn wohl ganz besonders interessiert. Ob meine Frau, die schon verstorben ist, was verdient hat und ob sie erfolgreich war. Denn nur so kann er ja herausfinden, ob da noch eine Menge Kohle zu holen ist. Tja, aber da der Kunde am Telefon so blöd ist und gar nicht so richtig mehr weiß, was er eigentlich machen soll, tja, schwierig da die Information rauszuholen. Aber man merkt ganz genau, worauf das Ganze hier abzielt eigentlich. Ich habe viel geerbt. Schauen Sie mal, jetzt können Sie das machen. Ja. Jetzt können Sie das machen, genau wie Ihre Frau. Also auch anfangen, Geld zu verdienen. Aber also Ihre Frau war bei einem Unternehmen und wir sind ein anderes Unternehmen. Also den Passwort weiß ich nicht, wie ich schon gesagt habe. Ja. Und ja... Das war ein Passwort für Ihre Frau, aber nicht für Sie. Was für ein Passwort? Der auf dem Zettel. Ach
hier auf dem Boden liegt ein Zettel. Sie haben doch gesagt, auf die Tastatur. Ist mir runtergefallen. Und können Sie mir genau bitte sagen, wie alt sind Sie? Hallo? Ja, Entschuldigung, ich bin eingeschlafen. Kein Problem. Alles okay, alles in Ordnung. Was haben Sie gesagt? Sagen Sie mir bitte, wie alt sind Sie? Also Ihr Alter. Sind Sie über 80 oder? Ja. Über 90? Ja. Ach so. Und können Sie mir bitte genauer sagen, wie alt sind Sie? Also direkt. Ihr Alter, bitte. 94. Um Onlinehandel. Ja. Ja, und wissen Sie was? Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Tag. Bleiben Sie bitte gesund. Das ist mein Junge, das wünsche ich Ihnen auch. Ja, vielen, vielen Dank. Und bleiben Sie bitte gesund. Alles Gute. Ja. Tschüss. Wiedersehen. Tja, ich glaube, von dem haben wir wieder genug Zeit gemopst und geklaut. Mit, ja, genau dem, was wir verdient haben. Jede Menge Blödsinn am Telefon. Denn, tja, nur so kann man die Typen dazu bringen, dass sich ihr Geschäftsmodell nicht lohnt. Denn, tja, bis man die Callcenter dicht gemacht hat, das dauert in der Regel leider viel zu lange. Und, naja, so verplempern war wenigstens jede Menge Zeit von denen. Und das kostet natürlich auch eine ganze Menge Geld. Ich meine, wenn man das jetzt mal umrechnet. Alleine auf dem Kanal hier findet ihr bald Material von einem ganzen Monat, von den Arbeitsstunden her. Naja, und ich würde sagen, das bedeutet, wir haben mindestens schon mal einen Monatsgehalt geklaut, ne? Und wenn man das jetzt von allen anderen YouTubern zusammenrechnet, was da noch so zusammenkommt, dann hat bestimmt schon mindestens ein Mitarbeiter ein ganzes Jahr umsonst gearbeitet. Und so muss es sein. Umso mehr die umsonst arbeiten und umso mehr die ja ihre Zeit eigentlich verschwenden und gar kein Geld verdienen können, tja, umso weniger können sie die Leute verarschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert gerne meinen Kanal, am besten mit Glocke. Dann verpasst ihr auch keine neuen Videos mehr. Und jetzt findet ihr hier noch die ganze Playlist mit allen anderen Videos von meinem Kanal. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.